Wir sind im klassischen Modus. Alle, ja, schauen dich an. Du bist beliebt, Markus. Und ich habe das ja genau beobachtet. Also, wie die CSU dich anschaut. Also, der Blume, Markus, ich weiß nicht. Ah, da hockt er ja. Der Blume, der Frechdachse. Der Blume, wie der dich anschaut, wie die Heidi, wenn der Geisenpeter ums Eck rumkommt. Also wirklich Wahnsinn, die ganze CSU. Markus, was ist denn da los? Die schauen dich an, wie meine Oma, wenn der Handy gesungen hat. Oder wenn der Professor Brinkmann operiert. Markus, dieses diabolische Lächeln. Du Don Juan de Corona, Alter. Der Jeff Bezos und du, High Five. Also das ist ja unglaublich. Der Zenit, Markus, du bist am Zenit. Alle machen, was du sagst. Und jetzt ist nochmal Lockdown, nochmal nein bis zum 28.03., weil es der Markus will. Aber diesmal ist okay. Diesmal ist würdevoll mit Dauerwelle, mit 20 Quadratmeter Lauffläche pro Kunde im Einzelhandel. Das ist größer als der Bio-Standard für Geflügel. Im Baumarkt dürfen wir auch nein. So schön im Baumarkt dürfen wir. Ich meine, gut. Ich liebe ja Spaxen und Torxen, aber ich meine, gut, beim Praktiker gibt es jetzt nicht gerade die Bretter, die Welt bedeuten, aber wer braucht schon Theater, wenn er jeden Tag Markus im Fernsehen sieht? Die Ilse Strath, genauso habe ich mir das vorgestellt. Jetzt kommt das klassische Gefühl. Ich merk jetzt wirklich, wo ich euch sehe. Im Ernst, der Hubert wieder am Handy. Komm, jetzt leg's halt einmal weg, Hubert. Es muss doch nicht albern mit dem Handy sein. Was machst du denn da? Ja, aber ich vermisst ganz im Ernst, Hubert, wir haben uns das super verstanden. Ah, wir sind ja hier oben 2019 Freunde geworden. Ja, was sagt man, Spätzeln? Ja, der Markus, der hat mich in der Zirbelstube, hat er mir gesagt, Schafrot, komm mal unten her, Gottswinkel, komm mal unter das Kreuz, da sind wir sicherer. Hat er mir auf die Schulter geklopft, hat gesagt, Schafrot, super Rede. Pfiffig, was hast du damals gesagt? Pfiffig, fetzig, poppig. Ich selber hätte es eine Spur besser gemacht, aber ich habe keine Zeit für sowas. Ui, oder mein, der Markus, gnadenlos von sich überzeugt. Wie soll man das jemals... Aber jetzt, weißt du, vor 2 Jahren habe ich noch nicht gewusst, wozu du in der Lage bist, dass du wirklich zu allem in der Lage bist. Das habe ich erst jetzt erkannt. Da nochmal von meiner Seite Entschuldigung. Wie du in Bayern durchregierst, Markus. Also wie du da die Gehsteige rauf und runter klappst, mit Hüftschwung um den Landtag rumregierst. Lieber Armin, da rechts außen, ich weiß nicht, was der Landtag bei euch in NRW für eine Aufgabe hat. Bei uns darf er noch nicken. Klar, das ist logisch, die sollen nichts mehr sagen. Das ist gefährlich, wächst die Aerosole. Markus, ich bin ja selber so vorsichtig. Ich bin da komplett bei dir. Der Markus Söder, was macht der, wenn wir ihn beobachten? Der spackst Kruzifixe an die Behörden, wenn der ring, 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 ring. Also der bereitet sich vor auf den großen Angriff. Armin, wenn du auf deiner Rückfahrt vom Gardasee am Irschenberg vor den Markus hingekniet wärst, dann hätte der dich gratis getestet. Gratis hätte er dich auf Knien abgestrichen. Mundkommunion nennt man das in Bayern. Finde ich gut.